Hallo, herzlich willkommen zu meiner Montagslage. Ja, ich bin heute im Wahlkreis unterwegs zu meiner Halbzeittour hier und jetzt konkret vor Ort und ich will mir Projekte anschauen in den Verbandsgemeinden, die das Land gefördert hat, die das Land unterstützt hat und ich will natürlich auch ins Gespräch darüber kommen, was noch erwartet wird, was in Zukunft noch Wünsche sind für die Gestaltung unseres Zusammenlebens vor Ort. Wir starten um 7 Uhr in Herdorf beim Café Hehl. Es gibt natürlich auch einen leckeren Kaffee und ein Croissant zum Tagesstart und werden uns dann dort über das Thema Verkehrsanbindung informieren, insbesondere über den Knotenpunkt. Dann geht es weiter. 8.30 Uhr ist der nächste Termin in Kirchen im Rathaus zur Gemeindeschwester Plus. Dort werde ich mich informieren über den rheinland-pfälzischen Exportschlager der Gemeindeschwester Plus, ein wirklich tolles Projekt des Landes zur Unterstützung von Seniorinnen und Senioren. Um 10 Uhr treffe ich mich dann in der Kita Honigtopf mit Bürgerinnen und Bürgern vor allen Dingen, aber auch mit den Erzieherinnen und Erziehern und dem dortigen Verbands- und Stadtbürgermeister, um mich über die Förderung und Sanierung der Kita Honigtopf zu informieren und darüber, wie derzeit die aktuellen Herausforderungen im Kita-Bereich gesehen werden. Von dort geht es dann weiter zum letzten Termin und der ist um 11.30 Uhr in Daden. Da werden wir im Glashaus sein und uns über das Thema der Städtebauförderung in Daden informieren. Auch hier ist viel geschafft worden in den vergangenen Jahren und ich denke, die Dadener haben auch noch sich viel für die Zukunft vorgenommen. Natürlich werde ich über die Halbzeitbilanz auch hier informieren, deswegen ihr seid herzlich dazu eingeladen. Ansonsten ist in dieser Woche wirklich einiges los, von Fraktionssitzungen über den gemeinsamen parlamentarischen Abend mit der Landesvereinigung der Unternehmensverbände, wo wir natürlich auch über die großen Herausforderungen sprechen, die derzeit vor uns liegen, ausgelöst auch durch die Situation des Bundeshaushaltes in Berlin, die Kriegsfolgen, die natürlich auch für unsere Unternehmen in Rheinland-Pfalz wirklich große Brocken darstellen. Hier wollen wir auch als rheinland-pfälzische Landtagsfraktion natürlich im Austausch mit den Unternehmen sein und gemeinsam mit Ihnen die Zukunft gestalten. Ich freue mich auch, in dieser Woche wieder über das Kraftpaket für Kommunen zu informieren. Das Land stellt den Kommunen insgesamt 267 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung zur Bewältigung ihrer aktuellen Aufgaben vor Ort. Was das konkret für den Kreis Altenkirchen bedeutet, das erfahren wir vielleicht auch schon in dieser Woche, sodass wir dann im Landkreis, in den Verbandsgemeinden ganz konkrete Zahlen haben. Und ich denke, die Haushaltssituation für 2024 sich dadurch auch nochmal entspannen wird und wir wirklich auch mit Zuversicht in dieses neue Jahr gehen können. Ja, am Wochenende, am Freitag und Samstag tagt dann der Bundesvorstand des Weißen Rings. Hier bin ich in meiner ehrenamtlichen Funktion als Landesvorsitzende des Weißen Rings unterwegs. Und am Samstagabend freue ich mich dann sozusagen am ersten Adventswochenende schon etwas vorweihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen, wenn ich den wunderschönen Weihnachtsmarkt in Emmerichenhain besuche. Ich hoffe, ihr könnt auch bei all dem Trubel euch auf das erste Adventswochenende freuen. Habt eine gute Woche und bleibt vor allem gesund.